Mein Name ist Simon Reiner und ich bin FSJler beim Brose Bamberg e.V. Ein FSJler beim Brose Bamberg e.V. ist für viele Sachen zuständig. Zum einen natürlich die Ballschulen in Schulen und aber auch in den Kindergärten die Einheiten. Zusätzlich hat jeder dann noch 2 bis 3 Projekte übers Jahr verteilt, die er dann anfängt zu organisieren und dann durchführt. Basketball ist auch ein Bestandteil, den jeden FSJler mal irgendwann begegnet. Der Brose Bamberg e.V. ist zum einen bekannt für viele Projekte im Schulbereich, im Bereich Breitensport. Wir sind sozial sehr, sehr engagiert und haben natürlich viele Jugendleistungsmannschaften, die wir beherbergen unter einem Dach. Aber wir verstehen uns auch als Ausbildungsverein für junge Erwachsene. Also Leute, die gerade ihr Abitur gemacht haben, die vielleicht noch nicht hundertprozentig wissen, was sie tun möchten später, die ein Berufsorientierungsjahr bei uns machen möchten. Und da bieten wir optimale Chancen im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres beispielsweise, wo wirklich die jungen Leute erste Erfahrungen sammeln im Umgang mit Kindern, Projektmanagement, eigenverantwortliches Arbeiten, wie kriege ich es zeitlich alles auf die Reihe. Damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und bieten es sehr, sehr gerne auch jedes Jahr wieder an. Mir gefällt besonders gut am FSJ, hier in dem Verein mal wirklich hinter die Kulissen zu schauen, auch zu sehen, nicht nur das Sportliche, sondern halt auch mal, wie läuft die ganze Geschäftsstelle. Und der ganze Kontakt mit den Kindern und die Arbeit mit den Kindern macht natürlich auch super viel Spaß. Gerade in den Ballschulen, der wöchentliche Kontakt mit den Kindern, wie sich die Kinder entwickeln und verändern in der Zeit, ist schon auch sehr spannend zu beobachten. Und jetzt ist etwa ein halbes Jahr rum und wie viel die Kinder da in der Zeit schon gelernt haben, aus basketballerischer Sicht, ist schon super begeisternd. Die Zusammenarbeit mit meinen FSJ-Kollegen ist mal mehr, mal weniger. Jetzt wird sie gerade momentan deutlich intensiver, weil die ganzen Projekte jetzt anlaufen oder schon in der finalen Phase sind. Dementsprechend rücken wir mittlerweile immer mehr zusammen, jetzt nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Die Zusammenarbeit untereinander, die wird hier schon sehr, sehr gefördert. Ich meine, wir machen viele Projekte, wir bewegen viele tausend Kinder im Jahr, wir haben viele Projekte gemeinsam zu stemmen. Und auch das ist natürlich wichtig. Man muss das lernen, man muss lernen, seinen Standpunkt zu vertreten, man muss versuchen, Kompromisse einzugehen. Und gerade das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, den es auch jedes Jahr wieder gilt, neu zu beleuchten und mit den FSJ dann auch zu besprechen.